Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe es endlich getan. Es war ein langer innerer Kampf, aber nun endlich konnte ich mich dazu durchringen. Ja, ich habe ungelesene Bücher aussortiert. Lange, lange, lange konnte ich das nicht. Ich konnte wirklich... Es ging einfach nicht, ungelesene Bücher auszusortieren. Ich hatte so das Gefühl, dass ich jedem Buch doch irgendwie eine Chance geben muss. Aber es geht einfach nicht mehr. Ich habe zu viele ungelesene Bücher. Zumindest empfinde ich das so. Das hat ja jeder irgendwie da seine subjektive Meinung zu, sein subjektives Empfinden. Aber mir sind das zu viele Bücher. Und gerade habe ich einige Bücher dann gefunden, wo ich dachte, so, die wirst du niemals lesen. Es ist Bücher, mit denen ich einfach... mit deren Art ich in letzter Zeit irgendwie aneinander geraten bin, die mich einfach auch wirklich nicht mehr interessieren, wo ich mir auch so denke, so nee, es gibt so viele gute Bücher, du hast auch noch so viele Bücher auf deinem Sub, die dich so interessieren, dann musst du die nicht auch noch behalten. Und ich habe einfach auch keinen Platz mehr in meinem Subregal, das kommt natürlich auch dazu. In dem heutigen Video, im heutigen Unhaul, zeige ich euch also mal die Bücher, die ich aussortiert habe. Schreibt dazu gerne in die Kommentare, was ihr so über die Bücher denkt und wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wenn ihr denkt, dass ich einen Fehler gemacht habe und ihr meint, das Buch muss ich unbedingt behalten und unbedingt lesen, es ist ganz, 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 ganz toll, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Aber auch gerne, wenn ihr mich bekräftigen wollt in meiner Entscheidung, dieses Buch auszusortieren, dann schreibt mir das bitte auch in die Kommentare, dann tue ich mich damit nicht so schwer. Ich werde diese Bücher also noch ein paar Tage hier liegen lassen, um auf eure Meinungen zu warten, aber dann werde ich sie in den nächsten Bücherschrank räumen. Als erstes ein Buch, was uns schon lange hier auf diesem Kanal begleitet und was ich immer wieder erwähnt habe und was, ja, dadurch, dass ich mir dann ein Subregal gemacht habe, nochmal in den Vordergrund rückte, und zwar ist die Rede von No Exit von Daniel Gray Marshall. Das ist, so fasse ich es zumindest auf, ein klassisches Teenie-Roadtrip-Buch. Ja, irgendwie so interpretiere ich das. Es geht um einen 15-jährigen Jungen, der vor seinem gewalttätigen Vater flüchtet und dann macht er sich irgendwie mit seinen Freunden auf den Weg. Und ich habe einige Male in den letzten Jahren, so lange liegt dieses Buch auch schon auf meinem Sub, solche Art von Büchern gelesen. Bücher mit so 15-, 16-jährigen Hauptcharakteren, die irgendwie Probleme haben und dann so, ja, ihren Bums halt machen. Und das ist einfach nicht meins. Da bin ich, ja, es tut weh, das zu sagen, aber ich glaube, ich bin da einfach mittlerweile zu alt für. Viele dieser Bücher hätten mir bestimmt gefallen, wenn ich jünger gewesen wäre, aber ich glaube, das wird nichts. Und so habe ich auch keine Lust, mich durch No Exit zu quälen, denn ich glaube einfach, dass es mir bei diesem Buch ähnlich gehen wird. Und deshalb wird dieses Buch ausziehen. Das nächste Buch ist ein Buch, das auch schon lange hier rumsteht. Das Buch ist damals bei mir eingezogen im Zuge meiner allerersten Avell-Bestellung. Und zwar habe ich da ein Jugendbuch-Bundle bestellt. Ja, schon mal ein großer Fehler jetzt Jahre danach. Und zwar waren da unter anderem dabei Die Einzige, heißt das eine Buch, das andere irgendwas mit Schicksal, welche beide auch noch nicht gelesen, will ich aber auch nicht aussortieren. Und dann Irgendwann für immer, ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwo steht, habe ich auf jeden Fall gelesen und fand ich richtig, richtig gut. Ich suche es gerade, aber irgendwie mit meinen Augen finde ich es jetzt nicht direkt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und dann noch Blink of Time von Rainer Weckwert war auch noch dabei. Das fand ich richtig, richtig schlecht. Naja, auf jeden Fall, das, was ich jetzt aussortieren werde, was auch aus diesem Bundle ist, ist Julischatten von Antje Barbenderede. Boah, dieser Name, ne? Barbenderede? Keine Ahnung, ihr wisst, wen ich meine, hier steht's auch. Es geht um Simona und die ist so ein bisschen edgy, sie ist so ein bisschen anders als andere. Sie hat irgendwie eine rote Igelfrisur und hat verrückte Klamotten und ihren 16. Geburtstag verbringt sie mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus und dann soll sie aber in ein Indianerreservat in die USA, weil ihre Eltern nicht mehr wissen, was sie mit ihr machen sollen. Da verliebt sie sich dann und findet Freunde und das ist das ähnliche Problem wie bei No Exit. Ich glaube einfach nicht, dass mir dieses Buch noch zusagen wird. Dazu kommt, dass es echt schwer und dick ist, obwohl es, ja, es hat 500 Seiten, aber
obwohl es 500 Seiten hat, aber ich habe einfach keine Lust, mich durch eine 500 Seiten lange Teenie, ich bin so anders und bin so edgy Geschichte zu quälen. Und da bin ich mir auch einfach sicher, dass es mir nicht gefallen wird. Einfach mit den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, hätte ich das Buch vor 3 Jahren gelesen, könnte das durchaus anders sein. Aber nee, also das muss nicht sein. Und deshalb zieht dieses Buch auch aus. Dann ein Buch, das ich aussortiere, vor allem wegen dem Zustand, in dem es ist, ist das Buch ohne Namen von Anonymous. Ja, keine Ahnung. Es geht irgendwie um ein Buch, das alle, die es lesen, die sterben. Ja, und hier steht aber auch nicht wirklich, von wem das ist und was das ist. Und irgendwie, ich finde es irgendwie alles ein bisschen weird. Es klingt schon ganz cool, aber irgendwie, ja, irgendwie auch nicht. Und was vor allem das Problem ist, habe ich ja gerade schon gesagt, dieses Buch hat einen immens krassen Wasserschaden. Es ist wirklich, es ist so gewellt, es ist richtig knackt und es ist so voller Flecken und es hat sogar so einige Schimmelflecken. Ich habe mir das mal auf Rebuy gekauft, in einer meiner ersten Rebuy-Bestellungen, und ich habe es damals nicht zurückgeschickt, weil es, glaube ich, nur 50 Cent oder so gekostet hat. Das hätte sich ja wirklich nicht gelohnt. Jetzt liegt es hier aber auch schon ein paar Jahre rum und nee, nee, ich werde es nicht lesen. Seien wir doch mal ehrlich, wenn mich diese Geschichte wirklich irgendwann nochmal so fasziniert und ich da so Bock drauf bekomme, dann würde ich es mir sowieso nochmal in einer anderen Ausgabe bekommen, denn wirklich in diesem Zustand, da macht es auch einfach keinen Spaß, ein Buch zu lesen. Und deshalb zieht dieses Buch auch aus. Das nächste Buch, das auszieht, ist von Wolfgang Holbein, also ein Autor, den man doch eigentlich auch irgendwo kennt, Iron Dad, der 8. Tag. Und an sich ist das eine Sache, die eigentlich ganz cool klingt, die Prämisse. Es geht nämlich um einen Detektiv in einer Steampunk-Welt. So, und das ist schon eigentlich die ganze Prämisse. Kleines Problem, das hier ist der 2. Band. Und den ersten kriegt man irgendwie nie. Und der hat, ich habe mal nachgeguckt, wirklich unterirdische Kritiken. Also ich habe selten ein Buch gesehen mit wirklich so schlechten Kritiken. Ach, Mann, ich weiß es nicht. Also irgendwie ist das ja schon ganz cool, aber irgendwie auch nicht. Hier vorne ist die Titanic drauf. Ich weiß nicht warum, aber ich werde diese Geschichte nicht lesen. Ich müsste mir dafür noch den 1. Band besorgen. Das werde ich nicht tun. Gerade weil ich so abgeschreckt davon bin, weil ich so viel Negatives über den 1. Band gehört habe. Und ich glaube, ich hatte mir dann auch mal angeguckt, worum es im 1. Band geht. Und ich glaube, das hat mich auch irgendwie überhaupt nicht interessiert. Ich habe das Buch mal aus dem Bücherschrank gezogen und, glaube ich, auch nie offiziell auf meine Subliste gesetzt. Dementsprechend wird es auch einfach wieder zurück in einen Bücherschrank wandern. Das nächste Buch ist Robert Harris' Enigma. Ja, es ist ein Buch, was mich an sich schon irgendwie interessieren würde, aber ich glaube, ich werde es niemals lesen. Es geht um den Kriegswinter 1943 und um einen Engländer, der die Kodiermaschine der Deutschen, die Enigma, entschlüsseln soll. Und dann hat das irgendwie auch noch was zu tun mit dem Verschwinden seiner Geliebten. Und an sich ist die Thematik ja ganz cool. Ich habe da auch mal einen Film drüber gesehen und das mit Benedict Cumberbatch, glaube ich. Und das war auch irgendwie ganz cool, aber ich meine, die Prämisse kenne ich. Ich weiß, wie das so abgeht und irgendwie, ich brauche auch nicht noch ein Buch, was im 2. Weltkrieg spielt. Da habe ich nur noch ein paar und dann ist diese Ausgabe auch so komisch, diese Bild-Bestseller-Ausgabe. Also da fühle ich mich auch irgendwie komisch, wenn ich sowas lese. Ja, ich glaube, ich lasse es. Ich brauche es nicht. Ich werde es nicht lesen. Ich kenne die Prämisse, wie gesagt, und irgendwie fühle ich es einfach nicht. Und deshalb wird Enigma auch ausziehen. Das nächste Buch habe ich wieder mal aus einem Bücherschrank gezogen und ich kann mir wirklich nicht mehr erklären, warum. Ich weiß es nicht. Und zwar ist das Koma von John Niven oder Niven oder so. Es geht um ein Bruderpaar. Der eine ist untalentierter Golfer und der andere untalentierter Gangster. So steht es zumindest hinten drauf. Der eine wird von einem Golfball am Kopf getroffen und fällt ins Koma. Als er erwacht, spürt er den Drang zur öffentlichen Masturbation und leidet am Tourette-Syndrom, aber er kann plötzlich Golf spielen. Der andere soll eine unschuldige Frau töten, um seine Schulden zu begleichen. Als sich die Wege der beiden kreuzen, kann das nichts Gutes bedeuten.
Ja, keine Ahnung. Da steht drauf Heine Hardcore. Es ist irgendwie... Golf interessiert mich wirklich gar nicht. Und dann ist das ja auch irgendwie noch so ein Thriller-Psycho-Slasher-Ding. Irgendwie sowas in die Richtung. Und das ist ja gar nicht meins. Gar nicht. Ich lese schon fast keine Krimis. Und dann so ein Slasher-Thriller-Ding? Nee. Nee, da bin ich raus. Und die Thematik, ja, das klingt ja ganz witzig, dass der da irgendwie dann seine Persönlichkeit ändert, nachdem der im Koma lag. Aber nee. Einfach nee. Das kann auch zurück in den Bücherschrank. Traumpfade von Bruce Chatwin ist das nächste Buch, das bei mir ausziehen wird. Es geht um einen jungen Mann, der eine Reise anbricht oder zu einer Reise aufbricht, komisch formuliert, die ihn zu den Aborigines, den Ureinwohnern Australiens führt. Und da lernt er irgendwie sich selber kennen. Ja, keine Ahnung. Darum geht es irgendwie und... Mann, ich weiß es nicht. Das Ding ist, so Reiseromane interessieren mich nicht so richtig unbedingt. Es sei denn, es sind Sachen, die mich persönlich, also es sind Reiseziele, die mich wirklich super ansprechen. Und Australien und die Aborigines sind jetzt nicht sehr weit oben auf meiner, ja, interessiert mich Liste. An sich würde ich schon gern mal nach Australien, aber es ist jetzt, ich brauche da jetzt keinen 500-Seiten-Roman über das Leben der australischen Aborigines. Was heißt die australische Aborigines? Das ist eine Doppeldeutigkeit. Es gibt ja nur Aborigines in Australien, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann irgendwie, also es spricht mich irgendwie nicht an. Ich habe im Gefühl, dass dieses Buch nichts für mich ist und deshalb zieht es aus. Als nächstes kommen wir zu einem Buch, bei dem ich auf jeden Fall eure Meinung bräuchte, weil da bin ich mir eigentlich am unsichersten. Und zwar ist das Gesang vom großen Feuer von Sebastian Faulks oder Faulks. Und es geht um verschiedene Personen, die alle irgendwie mit dem Ersten Weltkrieg verstrickt sind. Es geht um einen Soldaten, es geht um einen Offizier, einen Leutnant, es geht um eine unverheiratete Frau, die irgendwie versucht herauszufinden, was mit ihrer Vergangenheit mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat. Und das alles wird irgendwie miteinander verstrickt. Ich habe ja letztens Sturz der Titanen von Ken Follett gelesen. Das Buch spielt im Ersten Weltkrieg und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war ein historischer Roman. Ich kenne Sebastian Faulks nicht und ich weiß nicht, inwiefern ob man das irgendwie vergleichen kann. Aber ich habe so das Gefühl, nachdem ich 1000 Seiten Sturz der Titanen gelesen habe, dass ich nicht nochmal irgendein Buch in die Richtung lesen kann. Ich meine, ich habe da so viel gelernt, aber meine Neugierde auf den Ersten Weltkrieg ist mit Sturz der Titanen eigentlich schon fast befriedigt worden. Da bin ich eigentlich irgendwie mit durch. Und deshalb bin ich mir unsicher, ob ich jemals Gesang vom großen Feuer lesen sollte. Deshalb sagt mir da gerne Bescheid, ob ihr dieses Buch kennt, was ihr meint, ob ich es vielleicht noch behalten sollte. An sich ist die Thematik schon ganz interessant, gerade wenn es irgendwie die Geschichten miteinander verknüpft sind, aber ich weiß nicht. Das Regenwald-Komplott von Konsalek ist das nächste Buch, das bei mir ausziehen wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wie Herr oder Frau Konsalek mit Vornamen heißt. Das steht hier auch nicht. Naja, ist ja auch egal. Es geht um den Regenwald und eine Reise dadurch. Und da haben wir es wieder. Eine Reise durch den Regenwald. Ich kenne mich ganz gut so aus mit der Entwicklung des Regenwalds, gerade was das für den Klimawandel bedeutet und so, einfach durch die Uni. Und da habe ich so nicht das Bedürfnis, da irgendwie eine Geschichte drüber zu lesen. Das fixt mich irgendwie nicht an, das holt mich irgendwo nicht ab. Und deshalb wird dieses Buch wohl auch ausziehen. Peter Härtling, Das Windrad, ein Roman, den ich auch aus einem Bücherschrank mitgenommen habe. Ihr merkt, das ist ein wiederholendes Muster, aber ich denke, das kennen wir alle. Irgendwas, was einem im Bücherschrank interessiert,
was man dann mitnimmt und dann zu Hause merkt, so, ist es das wirklich? Und ich werde es dann einfach zurückstellen. Peter Hertling ist ein Autor, von dem ich schon mal ein ganz, ganz dünnes Romänchen, eine Novelle gelesen habe für die Uni. Und ich habe dieses Buch mitgenommen aus dem Bücherschrank, weil mir der Name Peter Hertling halt einfach was gesagt hat. Aber so richtig gut fand ich die Novelle von dem jetzt auch nicht. Das Buch ist auch irgendwie ziemlich alt und irgendwie, das nimmt nur Platz weg. Es sieht ganz nett aus, aber ja, ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Und deshalb wird das auch ausziehen. Und das war's. Das sind alle Bücher, die ich aussortiert habe. Schreibt mir gerne mal was dazu in die Kommentare. Ja, und ich glaube, da bin ich auch echt zufrieden mit, wenn ich so ein paar Bücher dann wegbekomme. Ich habe immer noch sehr wenig Platz in meinem Subregal, aber das versuche ich einfach jetzt damit zu kompensieren, dass ich mir sehr, 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 sehr wenig Bücher kaufe und dann einfach sehr viel lese. Ich habe jetzt auch erstmal nicht Geburtstag, mein Geburtstag ist erst im Juli, sonst sind keine anderen Festivitäten für mich zumindest geplant in den nächsten Monaten. Das heißt, ich sollte da auch keine Bücher geschenkt bekommen. Das heißt, die einzige Person, die irgendwie dazu beitragen kann, dass neue Bücher hier einziehen, bin ich selber. Und da kann ich natürlich da gut den Deckel drauflegen und sagen, nein, Hendrik, du kaufst dir keine weiteren Bücher. Das ist zumindest mein Ziel. Und deshalb baue ich weiter meinen Sub ab und hoffe, dass ich das so ein bisschen alles irgendwie ins Reine bekomme in diesem Jahr und vielleicht meinen Sub dann wieder so auf um die 100, am liebsten unter 100 einpendel. Ich bin aktuell, ich hab's vergessen, als ich das letzte Mal gezählt habe, war ich bei fast 180 Büchern auf meinem Sub. Und ja, ich glaube nicht, dass ich es unbedingt dieses Jahr schaffe, unter 100 zu kommen. Es sei denn, ich sortiere sehr viel aus oder ich habe sehr, sehr viel Zeit zum Lesen. Also eins von beiden, falls eins von beiden eintritt, dann könnte das ja klappen. Aber ich wage es zu bezweifeln, gerade weil ich weiß, dass ich bestimmt zum Geburtstag und auch zu Weihnachten nochmal wieder Bücher geschenkt bekomme. Und dann wiegt sich das vielleicht auch alles wieder auf. Mal gucken. Ist ja jetzt auch egal, das ist ja gar nicht die Thematik dieses Videos. Mein Sub-Update kommt bestimmt, da drehe ich bestimmt auch nochmal ein Video drüber, erzähle ich euch vielleicht noch ein bisschen was genauer über meinen Sub und auch meine Pläne damit. Und das war's jetzt aber von mir an dieser Stelle. Schreibt mir gerne mal was zu den Büchern in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen und ich sage bis dahin.